Sieg am Donnerstag, so heißt unsere Sendung und wir begrüßen euch ganz herzlich hier und zwar, das ist meine Wenigkeit, die Sandy und... Und ich bin Conny und wir befinden uns hier in den Filmstudios Aktion Musik e.V. im Gröninger Bad in Magdeburg. Und jeden ersten Donnerstag im Monat kommt jetzt diese wunderschöne Sendung Amado und es geht um... Musik. Ja, Amado ist nämlich eine Sendung, die Geschichten von Musikerinnen und Musikern erzählt, die man vielleicht noch nicht so gehört hat. Richtig, wir kitzeln nämlich in den Talkrunden so manche Informationen heraus, die ihr nie ergoogeln könntet. Heute haben wir dabei Klang aus Berlin, den SWM Talentverstärker-Gewinner 2021 Harlekin und Tony Slay, ja, der auch mal Geschichten erzählt, stimmt, die vielleicht nicht so schön sind. Die Schattenseiten des Musikbusiness. Ah, das ist auch nicht so schön, das stimmt. Aber wir haben außerdem noch unsere Filmcrew losgeschickt. Und zwar scheuen sie keine Mühe und keine Wege, auch in die entlegensten Winkel Deutschlands und Europas zu fahren, um die besten Informationen auch hinter den Kulissen hierher zu bringen, zu uns hier nach Magdeburg. Für den heutigen Beitrag ist unser Filmteam nach Sachsen gefahren. Genau. Und weil das die allererste Sendung ist, könnt ihr auch an einem Gewinnspiel teilnehmen, meine Lieben. Und zwar werden unten im Bild immer Künstlerinnen und Künstler eingeblendet. Die müsst ihr erkennen, die Namen notieren und dann ergeben die Namen ein Lösungswort. Und dieses Lösungswort, das schreibt ihr dann, wohin verrate ich noch nicht, aber die Gewinne kann ich euch schon verraten. Und zwar gibt es einen Live-Konzert-Mitschnitt zu gewinnen, einen Videodreh oder sogar Tonaufnahmen hier im Gröninger Bad. Wohin und wie das Lösungswort nachher. Jetzt geht's doch schon mal los, oder? Jetzt geht's los. Oh, die Couch ist aber bequem. Eine herrliche rote Couch. Wir lassen nicht lange auf uns warten. Wir begrüßen die erste Band mit einem fetten Applaus, meine Damen und Herren aus Berlin. Einen großen Applaus für Klang mit Kung Fu Pandemie. Ja! Yeah! Danke. Hallo. Geträumt, dass alles gut wird, mit dem Klima und Idioten, und Schluss mit den Verboten, ba, 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 wir sind frei. Und was hier gerade raussticht, ist die schlechte Aussicht, wir brauchen frische Luft. Oh Baby, lass uns tanzen, lass uns einfach tanzen. Wir sind die Kings, die Queens, für jede Schlacht. Die ganze Nacht, ob wir schwingen oder proben, dabei aussehen wie Idioten, da noch tscha, tscha, tscha. Wir sind immer noch da. Schmeiß die Fuffis und Club on, trink einen großen Schluck, der ist bald mehr wert als Gold, bald bei. Wir sind frei und wir wissen zu viel, ist die Wahrheit am Ziel, wir brauchen frische Luft. Oh Baby, lass uns tanzen, lass uns einfach tanzen. Wir sind die Kings, die Queens, für jede Schlacht. Kung Fu Pandemie, die ganze Nacht. Ob wir swingen oder proben, dabei aussehen wie Idioten. Denn auch tscha, 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 wir sind immer noch da. Wir sind immer noch da. Wir sind immer noch da. Also ihr könnt ruhig tanzen auf euren Stühlen ein bisschen. Genau, sehr gut. Wir sind immer noch da. Die ganze Nacht, ob wir swingen oder proben, dabei
cha, cha, cha. Wir sind immer noch da. Und Herren. Wuhu! Angela und Lars, ein großer Applaus. Herzlich willkommen. Großartig, ihr könnt euch diese. Nimm Platz, ihr Lieben. Ja, klipst das ran. So anfosen, ja. Genau. 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 Das geht total einfach. Schön, dass ihr da seid. Ja. Aus Berlin. Ja. Den weiten Weg über die A2. Gut hergefunden. Ja. Ist das die A2? Ja. Ich glaube ja. Ich kenne mich überhaupt nicht aus mit Autobahnen. Oh, es war Spaß hier bei euch. Du hast ja auch alles gegeben. Alles live hier bei uns. Oder? Amado, schön, dass ihr da wart. Ja, 70 oder Instrumente sei. Gleichzeitig. Genau, ich finde, das kann nicht jeder und das kann auch nicht jeder von sich behaupten. Ja, Klang, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Leute da draußen vor den Endgeräten und auch hier im Studio, eine Band aus Berlin. Ja. Aus Berlin mit einem Lied, das wahrscheinlich von den letzten zwei Jahren handelt, oder? Ist das korrekt? Also geht's um Corona, brauchst du noch Luft zum Atmen? Soll ich dir ein bisschen... Ja, ich kann das aufmachen, kein Problem, warte. Sauerstoffzelt. Ja. Oh, das ja. Da sieht man mal wieder, dass man lange nicht live gespielt hat, wenn man dann auf einmal aus Atem muss. Das hat Corona mit Bezug natürlich, weil wir alle Musiker konnten wir nicht mehr live spielen. So ist es. Und dann haben wir uns hingesetzt und haben Musik gemacht, wie wahrscheinlich sehr viele Menschen, und haben gedacht, wenn das irgendwann rauskommt, dann haben wir es mit dem Label besprochen, alles so, oh, es dauert noch so lange, dann wird keiner mehr daran denken und darüber reden. Aber es ist immer noch da. Schon, aber ne? Wir sind auch immer noch da. Wir sind immer noch da. Ihr seid immer noch da. Aber ihr wart ja auch nicht untätig. Mit Berlin, Berlin habe ich gesehen, habt ihr euch ja ganz viele Videos zuschicken lassen. Ja. Habt dadurch mit der Crowd, mit euren Fans und Freunden, Familie wahrscheinlich ein schönes Video zusammengebastelt und wart ja auch da nicht untätig. Genau, ich glaube, das haben viele gemacht, aber irgendwie war es trotzdem... Aber keins war so gut wie euer. Erstens das, und zweitens ist es ja auch besonders, weil es eben wirklich Leute waren, die uns auch was bedeutet haben. Und selbst wenn wir sie nicht speziell kannten oder persönlich kannten, waren es ja trotzdem Menschen, die sich da mit reingehangen haben. Und deswegen war das was Besonderes, wie es bei den anderen eben auch so ist. Ne? Sehr schön. Ja, also toll. Ja. Ja. Und sonst, also wir konnten ja, also hinter die Kulissen und so, da hängt ja auch so ein kleiner Klang Junior jetzt. Das ist also auch in der Corona-Pandemie entstanden, also nicht bloß Musik. Ja, also Corona war super gut, weil ich konnte die ganze Zeit, hatte frei und konnte dann viel rummachen. Und ja, schön. Das war super. Und habt jetzt ein 9 Monate altes Baby. Gratulation. Dankeschön. Und der ist super. Und jetzt mache ich einfach wieder Musik. Und wie geht das? Also selbstständige Musikerin, Schauspielerin und dann noch Mutter. Wie ist das mit Vereinbarkeit von Beruf und Familie? Funktioniert das gut? Also ich glaube, ja. Also ich hatte immer Angst davor. Ich weiß nicht, ob da... Also es ist echt ein Thema gewesen, lieber kein Kind zu kriegen, als die Musik oder das, was mir wichtig ist, dran zu geben. Aber das geht gut. Und ich habe das Gefühl, dass die Gesellschaft bereit ist, da mitzumachen und das mitzutragen und dafür auch genug Verständnis zu haben. Ich habe zum Beispiel auch noch hochschwanger gesungen und bis 5 Tage vor meiner Geburt habe ich dann noch die Bühne gerockt und die Leute fanden das irgendwie wurde das angenommen. Und früher war das wie so eine Krankheit. Ich richtig, weiß das genau. Noch. Ja, schwanger also, war Krankheit. Genau, und es ist super gut, dass das jetzt weg ist und ich habe das Gefühl, dass eine neue Akzeptanz für das ist. Und das finde ich gut. Und wie ist es jetzt? Also ich meine, so ein Baby oder so ein Kind verändert ja auch den Tagesrhythmus. Und wie ist denn das jetzt mit dem Bandgeschehen und Musik machen? sage ich jetzt mal, da kann man ja nicht mal so spontan mal sein, sondern Kind hat ja Bedürfnisse. Das stimmt. Ist so. Ja. Also muss ich auch lernen. Ja. Also ich bin übrigens nicht der Vater, falls ich es jetzt Nee, aber ich bin natürlich sehr mit eingebunden, weil wir auch viel zusammen machen und so weiter und so fort und musikalisch. Und irgendwie klappt das trotzdem. Also ich habe gar nicht das Gefühl, dass das irgendwie jetzt groß anders ist. Gut, die Spontanität ist eine andere. Das mag sein, man muss sich verabreden zu richtigen Zeiten und sowas. Ja. Wie geht das so? Aber bitte? Weil du gerade Nacht sagst, also ich bin der totale Nachtmensch. Ja. Und deswegen schlafe ich jetzt einfach noch weniger, aber es geht schon irgendwie. Also bei so einem Kind muss man noch beibringen, bis um 10 zu schlafen. Ja, das hat bei meiner Tochter auch nie funktioniert. Ach, super. Aber wunderschön. Viel Spaß. Kannst du mir jetzt einen Tipp geben? Nee, leider nicht. Und schaffst du jetzt mit Kind, schaffst du es noch, neue Songs zu schreiben? Ja, also ich setz mir jeden Morgen auf den Schoß. Das ist unser Morgenritual, dass ich dann Klavier mit ihm spiele und dabei immer Melodien ausdenke und
Lars bekommt ihn ungefiltert aufs Handy und Bruno so im Hintergrund. Aber irgendwie, ja, so schreiben wir jetzt Songs. Ja. Also steht was an in nächster Zeit? Es ist immer, von. Immer. Nach dem Song ist vor dem Song. Ich habe gehört, am 20.05. kommt die neue Single, Durch die Nacht. Ja. Ja, möchtet ihr was darüber erzählen, über diesen Song? Also Durch die Nacht ist ein Song, das ist ein 80s-Song. Ich liebe die 80er und ich liebe alles, was Synthies beinhaltet. Und das ist nur ein Song über Frauenfreundschaften oder über Freundschaften unter Männern natürlich auch, aber eben wirklich so die beste Freundin oder besten Freund. Und wie man sich das im Alter vorstellt. Also ich habe mit meiner besten Freundin schon ausgemacht, dass wir in einer WG wohnen und was für ein Alkohol es am Morgen schon gibt. Und Gin, wie wir, Tonic, auch, was für ein Auto wir fahren, dass wir Menschen die Pelz anziehen, tragen, irgendwie besprühen mit irgendwelchen Sachen. Also, dass wir einfach richtig Spaß machen, auch mal ins Gefängnis vielleicht, irgendwie irgendwas Leichtes. Einfach, das ist okay, sehr auch wir Bock haben. Hast du schon mal im Gefängnis gespielt? Nee, ich bin nee, leider noch nicht, aber kann ich mir vorstellen. Also Johnny Cash hat es ja auch im Leben bekommen. Aber der ist ja auch ein krasser tot. Typ. Ich weiß nicht, ob das eine gute Referenz ist. Ach so. Das ist ein toller Typ. Okay, Durch die Nacht. Wir haben ja schon gesagt, wann die rauskommt oder wie überhaupt irgendwas. Ja, am 20.05. hat er schon gesagt. Ja. Hat er schon gesagt. Und genau, also die 80er Jahre, Grooves und so weiter. Und wir wurden auch früher immer so ein bisschen, warum auch immer, mit der neuen deutschen Welle verglichen, die es ja damals gab. Und weil sie ja auch so ein flippiges Biest ist. Yeah. Und deswegen haben wir uns gedacht, so einen Song müssen wir unbedingt mal machen. Und ich finde, der passt wie Arsch auf Eimer. Ja, sehr schön. Ohne jetzt Eigenlob. Ja, das ist richtig. Aber am 24.06. kommt die EP raus. Gleichnamig, genau. Natürlich. Natürlich. Wie viel Songs sind da drauf auf seiner EP? Fünf Songs haben wir. Fünf Songs? Genau. Oh, das ist ja stattlich. Ich wusste gar nicht, EP hat wirklich, man darf nicht wahnsinnig viel machen. Nee, bis sieben würde ich sagen. Ja, ich weiß gar nicht, es gibt Begrenzung für das. Ich habe keine Ahnung. Drei bis sieben. Aber heutzutage ist eher das aufgelöst durch Spotify. Oder nicht so Spotify. Es gibt auch viele andere. Ja, genau. Aber deswegen ist eher alles scheißegal. Wir machen trotzdem Album und machen trotzdem EPs weiter, weil wir Dinosaurier sind und oldschool, aber ja. Cool. Ja, Klang mit C. Ah ja, mit C und ja. Also ganz, ganz einfach. Richtig. Genau. Und jetzt sehen wir gleich euren Trailer für die neue Platte. Ja, Durch die Nacht. Ja. Kommt der jetzt sofort? Ja, so, der Trailer. Ah, cool. Habe ich noch Zeit, was dazu zu erzählen? Erzähl mal. Wir haben das alles zusammen an einem Tag gemacht. Wir haben alle Trailer gemacht. Weil heutzutage macht man auch keine Videos mehr, wenn man keine Kohle hat. Ist alles verrückt geworden. Und ist doch nicht schlimm, kann man doch sagen. Das war Weinen. Ach so, genau. Und da habe ich mit meiner, mit Katja, mit einer meiner besten Freundinnen, die hat mir zur Seite gestanden. Ich war noch nie vor der Kamera und das war einfach toll, dass sie das mit mir gemacht hat. Ja. Das siehst du, Freundinnen. Ja, Freundinnen. Immer wieder, genau. Und mit der ziehst du dann auch in die WG. Wir haben es vor. Ja, das ist eine schöne Vision auf jeden Fall. Ja, ich finde es auch mit so weißen Haaren. Ja, das ist cool. Und was macht dein Kind? Das ist dann erwachsen und dem geht's gut. Das macht Weltreise und kann mich dann besuchen kommen. Ja, ich perfekt. Ich dachte, er bringt die Drinks. Die Drinks? Ja, das kann auch. Ja, sehr gut. Ja, jetzt den Trailer? Dann sehen wir jetzt euren Trailer. Das waren Angela und Lars. Einen großen Applaus bitte nochmal für die zwei. Die gleichen Weg. Und viel Spaß mit dem Trailer zu Durch die Nacht. Mit dir könnte es dir voll untergehen. Oder das Ende überleben. Ich lieb die Mitte, doch du bist meine Frau. Das war The Clang, der Trailer. Und jetzt die Gewinner des SWM Talentverstärkers, dem Musikwettbewerb schlechthin hier in Sachsen-Anhalt. Auf der Bühne jetzt für euch Santo und Paul alias Harlekin mit Sonne. Viel Spaß. Die Nacht beginnt und hört nie wieder auf. Licht geht aus, die Nacht beginnt und hört nie wieder auf. Hey, oh. Lasse meine Blicke beständig schweifen, bis sie gefesselt werden und hängen bleiben. Gedanken verlassen mich über Lippen, um sie etwas ungalant zum Tanze zu bitten. Ey. Die Luft geschwängert von Kippenrauch. Drücken Bässe, das Licht geht aus. In
Nebel gedresst. Ich klebe hier fest, die Nacht beginnt und hört nie wieder auf. Ein Versprechen leis gehaucht in diffusem Licht. Finger streifen Haut, als es dunkel ist. Alles riecht nach dir, hab dich inhaliert. Heute real und morgen niemals passiert. Du hörst mir zu, wenn ich rede. Wir führen gute Gespräche, doch nur in Körpersprache. Denn wir suchen nur Nähe, den Halt verloren wie unter Trance. Suchen in der Luft Balance. Und wenn die Sonne ertrinkt, die Lichter verschwimmen, bin ich da. Mach die Nacht zum Tag. Du kannst alles von mir haben, wir können alles mit uns teilen. Doch diese Nacht gehört nur mir allein. Leer gefegt, nur dass der Dreck dreier Generation an der Oberfläche klebt. Der Himmel färbt sich blutrot und die letzten Strahlen kann man sich verzweifelt an den letzten Rest des Tages. Was ist los? Macht die Augen auf, verdammt. In dem Horizont, da lodern Flammen. Alle sehen nur die Sonne vor dem Untergang und sie lachen und sie filmen ihren Todeskampf. Bin hier draußen, wo bist du? Kriegst du auch kein Auge zu? Ich schlafe, ich warte auf dich, sei ein Teil meiner Crew. Wir haben Feinsten raus, jetzt wird Scheiße gebaut. Dreh das auf, wir kennen keine Grenzen, gar nichts hält uns auf. Lassen Rauch aufsteigen, stehen im Kreis, senden Rauchzeichen. Teilen das letzte Grün zwischen all den grauen Steinen. Und wenn die Sonne ertrinkt, die Lichter verschwimmen, bin ich da. Mach die Nacht zum Tag, du kannst alles von mir haben, wir können alles mit uns teilen. Doch diese Nacht gehört nur mir allein. Ey, yeah, gehört nur mir, gehört nur mir allein. Ey, yeah. Die Nacht beginnt und hört nie wieder auf. Die Nacht beginnt und hört nie wieder auf. Licht geht aus. Die Nacht beginnt und hört nie wieder auf. Licht geht aus. Die Nacht beginnt und hört nie wieder auf. Haleki! Geil! Ja, wir machen das hier dran. Dran pinnen, verschwitzte genau. Männerkörper. Oh, ja. Herrlich, wie es riecht. Oh, ich liebe es. Oh, warte, still, ich krieg das hier nicht. Ah, jetzt. Guck mal, der Drummer hat es hier nicht gekriegt. Mach du das mal. Ich hoffe, das ist in Ordnung so. Das weiß man natürlich nicht, aber diese Täschchen sind natürlich bloß für diese Mikrofone gemacht. Ja, ah, ich bin neidisch. Darf ich mir eine Fliege richten? Ich dachte, du bist der Typ, der vom Kugelschreiber oben drin hat. Ja? Bitte. Harlekin. Hallo. Hallo, schön, dass ihr da seid. Einen großen Applaus nochmal, bitteschön. Der SWM Talentverstärker-Gewinner 2022. Schön, dass ihr hier seid, im wunderschönen Magdeburg. Danke, dass wir hier sein dürfen. Mensch, das war euer neuer Song Sonne, den habe ich schon ein paar Mal gehört. Ja. Auch schon mal live, natürlich. Wirklich? Ja. Nein. Wo? Doch, oh, das kann ich dir jetzt nicht sagen. Boah, ich war so oft bei euren Konzerten, das ist ja unglaublich. Ja. Zum Beispiel letztes Jahr in der Factory, als ihr gewonnen habt. Wie seid ihr auf diesen Song gekommen? Das würde ich gerne wissen. Also tatsächlich war die Intention, dass wir einfach einen Party-Song machen. Einfach einen Song, wo die Leute abgehen können, wo die gut zu tanzen können mit einem straighten Rhythmus. Wir haben halt gemerkt, wir haben sehr viele Lieder, die irgendwie mit mega viel Text sind. Das mögen auch viele und viele mögen unsere Texte, aber so für live ist es manchmal ein bisschen sperrig, wenn man die ganze Zeit so Double-Time rappt und alle sind immer so Und da stand neulich ein Opa bei unserem Konzert und der stand so und war so die ganze Zeit so richtig angestrengt und wollte es wirklich verstehen. Hat das Hörgerät auf 10 gestellt? Ja, volle Pulle. Genau, und das war einfach ein Song, der soll Spaß machen, der soll ein bisschen Abgeh-Song werden und ich glaube, das ist es auch geworden. Wodurch hast du dich inspirieren lassen? Von Sonne, Mond und Sternen. Ja, die haben wir gerne. Oh mein Gott, wie lange macht ihr eigentlich schon beide Musik, sag mal? Wie lange machen wir das jetzt schon? Wie also kam das zusammen? Du hast doch vorher alleine auch schon Mucke gemacht, oder? Genau, also das ist schon jetzt über 3 Jahre her, dass ich den ersten Song sozusagen unter dem Namen Harlekin released habe. Und seit letztem Jahr mache ich mit Paul zusammen, was mega cool ist, was mega Spaß macht, nicht mehr alleine auf der Bühne zu stehen, sondern zu zweit. Genau.
Wir spielen sehr viel live. Paul, macht dir das genauso viel Spaß wie ihm? Oder? Ja, oder bist du bezahlt, dass du die ganze Zeit nimmst? Es macht schon sehr viel Spaß, ja. Es macht wirklich sehr viel Spaß. Wow. Paul, du darfst ruhig ehrlich sein. Ich darf nicht so ausufern, bitte. Okay, ich will ehrlich sein, das Aufbauen ist manchmal anstrengend. Ja. Das machst du alleine. Ich alleine und du machst den ganzen Abend. Darf ich die witzige Geschichte erzählen, die bitte. Eigentlich vor jedem... Ja, okay. Dafür seid ihr doch hier, genau. Ja, okay. Ja, ich frag bloß lieber. Nachher kriege ich noch einen Anschluss von Santos lieb zu mir. Nee, ich mache eigentlich fast alles, was Technik live ist, was wir mitnehmen. Nehme ich halt alles mit. Ich habe mein ganzes Schlagzeug, habe das ganze Rack für Backing Tracks und alles drum und dran. Und dann bin ich so meist eine Stunde vorher im Venue. Ja. Baue ich auf und dann so, was weiß ich, so eine halbe Stunde oder nicht mal eine halbe Stunde vor Auftritt kommt der Santo so, ja, ach, bist du immer noch nicht fertig, holt seine Gitarre raus, ba, ba, ba. Ach, ich weiß nicht, was du hier machst. Ich brauche ja nicht viel. Ja, siehst du. Aber es ergänzt sich sehr schön. Ja, wunderbar. Ja, genau. Aber das Spielen macht sehr viel Spaß. Schreibt ihr auch gemeinsam die Songs oder bist du eher derjenige? Da schreibe ich. Da lasst ihr ihn ganz alleine. Jeder fürs Grobe. Bei mir kommen dann die schlechten Witze zustande. Ah, okay. Während er schreibt, unterhalte ich die anderen Leute mit sehr schlechten Witzen. Okay. Ja. Hast du einen parat? Ja, bitte. Ja, hier Toilettenwagen auf Sächsisch. Globus. Ah, okay, alles klar. Echt, jetzt darüber lacht man. Hallo, ich ihn, mein sehr verdammter. Wunderbar. Genau. Nach dem SWM Talentverstärker, hat sich da jetzt noch irgendwas ergeben? Wird es jetzt eine Welttournee geben? Wo geht's in die Reise? Definitiv. Wir fangen nächste Woche an damit. Ja, wohin? Wohin geht's? Nach Glöte? Tokio, USA, mal so alles abklappern, was so gibt. Mal schauen. Nein. Also bis jetzt hat sich noch kein Produzent bei uns gemeldet, was aber auch in Ordnung ist. Wir machen das hier selber und wir machen das auch sehr gerne selber. Wir sind auch gerne unsere eigenen Herren sozusagen. Und wir haben uns jetzt vorgenommen, mehr Clubs und so anzuschreiben, unser Management auch noch selber zu machen und genauso viel wie möglich zu spielen einfach. Genau. Ja, krass. Ich habe dich schon mal ein paar Mal live oder euch schon mal ein paar Mal live gesehen und ich frage mich, wo das herkommt, so wo die Musik herkommt und was du damals so gehört hast in deiner Kindheit, was dich da so inspiriert hat und genau. Also ich glaube, was ich zuerst richtig bewusst gehört habe, waren die gebrannten CDs von meinen Eltern natürlich. Okay. Und das waren hauptsächlich die Ärzte, sehr, sehr gefühlt habe. Und die hast du hoch und runter gehört? Die habe ich sowas von, ich habe nichts verstanden von den Texten. Ich höre die teilweise heute, die Lieder, und denke mir so, jugendfrei ist was anderes, aber... Ich hab da zufällig eine Gitarre und ich spiele auch so ein bisschen Musik und ich habe mir überlegt... Soll ich dir die mal reichen? Ja, hast du vielleicht Lust mit mir einen Song zu spielen von den Ärzten aus Berlin? Ja, klar. Aus Berlin. Kennt ihr die Ärzte überhaupt? Habt ihr die schon mal? Ja, das sind so Greise, die stehen gerade auf der Bühne. Nächste Woche Dienstag spielen die übrigens in Berlin im Franz Club und ich hab Karten. Okay. Und ja, wir machen jetzt hier ein Live. Ich bin wirklich los. Was spielst du denn so? Also ich kann alle Ärzte-Songs, ich habe das nämlich genauso gemacht wie du. Ich kann auch alle Ärzte-Songs quasi auswendig. Ich blamier mich jetzt nicht, wenn du jetzt einen Song sagst. Ich hoffe ich auch nicht. Ich hoffe, ich poker nicht zu hoch. Na sag. Ach, ich soll sagen. Nein, ich sag dir nicht. Du musst ja singen können. Für Paul spiele ich immer Paule. Paul heißt es. Ist ein Bademeister. Okay. Paul, klar. Paul? 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 Paul ist toll! Paul heißt das Bademeister im Schwimmbad an der Ecke. Paul heißt das ist Bademeister und er bringt kleine Mädchen zur Strecke. Strecke. Wenn im Sommer die Sonne scheint, dann gehen wir schwimmen, es ist ja nicht weit. Wir amüsieren uns mit Brust oder Kraul. Denn über uns erwacht Paul! Er hat ein goldenes Kettchen auf, was ihm Glück bringt. Und er passt auf, dass niemand ertrinkt. Paul heißt er, ist Bademeister im Schwimmbad an der Ecke. Paul heißt er, ist Bademeister und er bringt ein bisschen zur Strecke. Strecke, Strecke. Conny! Ich fühle mich geehrt. Paul, mein Gott. Ach, du heißt mit Paul?
Ja. Ja, das ist auch neu für mich. Soll auf der Geburtsurkunde stehen, glaube ich. Was können wir demnächst noch von euch erleben? Richtig, sag genau. Doch mal, erzähl doch mal. Wo geht die Reise hin? Och, wo geht sie hin? Sag mal. Auf den Moritz. Platz. Am 24.09. zur Kulturnacht. Ach, Sadie, Entschuldigung. Das können wir nicht hätten. Wir sind bei Sandy zu Gast. Ach, schön. Gut, das wird ja, wir spielen ganz viel. Einfach live, das haben wir vor. Wir produzieren ganz viel neue Musik. Wir wollen irgendwann ein Album rausbringen. Ja. Möglichst noch dieses Jahr. Ah. Wir wollen coole Musikvideos drehen. Wir haben, ja, genau, wir haben sehr viel vor. Wann sehen wir euch das nächste Mal live? Also wann und wo? Am 21. Ist es richtig? Ist es ein Samstag? Ja. Ja. In der Feuerwache. Da spielen wir zusammen mit Baba Blakes, die auch beim SWM Talentverstärker waren. Zusammen cool. Spielen wir da ein Konzert, ja. 21.05. In der Feuerwache. Ich war auch so selbst noch nie da, ich finde es jetzt sehr cool. Ich war schon ein paar Mal da. Einmal war es, glaube ich, bloß. Aber es war schön. Na ja. Mit der ja. Musikschule. Ja. Länger her, oder? Das ist, wie alt bin ich jetzt? Ich weiß es nicht. Ich auch nicht. Warte mal, wer bin ich überhaupt? Nee, 19. Oh, Paul, der Bademeister. Ja, genau, das bin ich. Nee, das ist schon, ja doch, ist eine Weile her. Wann habe ich angefangen? Mit 6 habe ich Musikschule angefangen. Ja, irgendwas. Und hast du gleich Drums gespielt? Ja. In der Musikschule? Ja. Oder hast du ein Musikkarussell mitgemacht, sozusagen? Nee, ich mehr oder weniger hat die Geschichte schon angefangen. Zu meinem allerersten Geburtstag dachten sich meine Eltern, ey, das ist eine super tolle Idee. Gib dem Kind doch mal ein Spielzeugschlagzeug. Ja, und damit haben sie... Seitdem hatten sie keine Ruhe mehr. Ja. Aber ja. Sie unterstützen deine Liebe. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, sie fahren mich zu den meisten Konzerten hin. Brav! Weil wir doch dann immer mal so einen kleinen Jägermeister vorneweg trinken und gerade in der Probezeit... Natürlich einen Kräutertee. Gut! einen wunderschönen Kräutertee trinken wir davor noch. Immer schön, ja. Da sollte man kein Auto mehr fahren. Nein, es ist gut, dass sie das unterstützen. Don't drink and drive. Ja, super. Super. Und don't do drugs. So, ja, dann nochmal einen fetten Applaus für Harlequin. Für Harlequin. Ah, ja, schön, dass ihr da wart. Vielen Dank, dass ihr uns hier besucht habt. Und jetzt? Und jetzt kommen wir zu der Sache, wo unsere Filmcrew unterwegs war und nach Sachsen gefahren ist. Und nicht nur irgendwohin nach Sachsen, sondern in den Musikwinkel. Das ist so ein kleiner Winkel im Vogtlandkreis, wo es seit dem 17. Jahrhundert ganz viele Musikinstrumentenbauer gab. Die haben sich dort angesiedelt und es ist weltberühmt. 2014 UNESCO, immaterielles Weltkulturerbe. Und da ist unsere Filmcrew hingefahren. Und zwar in eine Instrumentenmanufaktur. Framus und Warwick heißt das. Und alle Gitarrenliebhaberinnen und Liebhaber werden jetzt Augen machen. Und die auch nicht Gitarristen sind, werden dennoch erstaunt sein, was für tolle Instrumente dort wie gebaut werden. Film ab. Framus steht für fränkische Musikinstrumentenerzeugnisse, was ja mein Opa damals gegründet hat. Das Besondere an unserer Firma und was uns auch unterscheidet von anderen Herstellern in der Musikindustrie oder generell Firmen in Deutschland, ist der Punkt klimaneutrale Produktion. Wir sind das erste Unternehmen in der Musikindustrie, was klimaneutral produziert und das schon seit 2012. Wie wurde das erreicht? Wir kaufen ausschließlich Hölzer aus nachhaltiger Forstwirtschaft ein. Wir stellen 97% unserer eigenen Stromes selbst her durch ein Blockheizkraftwerk, durch Solaranlagen und kleine Windturbinen und haben noch einige andere Technologien im Zusammenspiel mit dem Blockheizkraftwerk wie eine Wärmerückgewinnungsanlage, die die überschüssige Wärme vom BHKW zurückgewinnt und ins Heiznetz einspeist. Und auch in der Produktion wird die überschüssige Wärme von den Maschinen, die in der Luft abgegeben wird, auch aufgefangen und zurück ins Netz gespeist. Der ausschlaggebende Punkt, warum wir in den 90er Jahren nach Ostdeutschland, hier nach Magnekirchen gezogen sind, war die Hoffnung, qualifizierte Fachkräfte hier zu finden. Ist vielleicht vielen nicht bekannt, aber Magnekirchen ist eine Musikstadt. Diese ganze Region hier wird auch als Musikwinkel bezeichnet, da sehr viel Instrumentenbau hier betrieben wird und das auch schon seit mehreren hunderten Jahren. Warwick ist ein Name, den mein Vater bei Reisen mal aufgefasst hat, hat er irgendwo gesehen und wo er angefangen hat, Bässe zu bauen, hat er einen Namen gebraucht und da hat er eben diesen Namen Warwick im Kopf, weil es musste ein amerikanischer Name sein. Es musste natürlich cool klingen, wenn man es aussprach. Mein Vater, Hans-Peter Wilfer, hat zur damaligen Zeit neue Maßstäbe im Bau von Bässen gesetzt. Er war damals Pionier im Einsatz von exotischen Hölzern wie Bubinga,
Ceprano, Ovankohl. Die wurden damals im Bassbereich überhaupt nicht benutzt. Heutzutage ist es, ich will nicht sagen gang und gäbe, aber zum Beispiel Ovankohl sieht man auch bei vielen anderen Herstellern. Weitere Innovationen, die mein Vater ins Leben gerufen hat mit dem Bau der Warwick-Bässe, ist unter anderem der Einsatz von Glockenbronze für die Bünde. Die Brücken und auch die Sattel sind aus dem gleichen Material, somit sind alle Punkte, wo die Saite den Bass berührt, aus dem gleichen Material. Und das ergibt auch den einzigartigen Warwick-Sound, den Leute im Kopf haben, diesen typischen Warwick-Growl, das lange Sustain und die schnelle Attacke, wenn man die Saite spielt eben. Unter anderem ist dann auch noch, was in den späteren Jahren dazu kam, aber auch sehr wichtig, die IFT-Technologie, was Invisible Fretwork Technology heißt. Unsere Bundenden links und rechts sind nicht zu erkennen. Normalerweise wird das Griffbrett komplett durchgeschlitzt. Bei uns wird links und rechts voll stehen gelassen, was sehr viele Vorteile mit sich bringt. Dann haben wir noch den Begriff Tiger Stripe Ebony ins Leben gerufen, was bedeutet, dass wir nicht nur schwarzes Ebenholz benutzen, es wird auch Ebenholz mit roten Streifen oder anderen, nicht Verfärbungen, aber anderen Farben des Ebenholz verwendet. Weil das Ebenholz ist nicht nur schwarz. Das meiste, was man an Ebenholz bekommt, hat andere Farben mit drin. Und wir sagen eben, wir benutzen nicht nur das Schwarze und benutzen auch den anderen Teil des Stammes, was bei vielen Abfall ist oder gar nicht gebraucht wird, um eben auch die Holzabfälle zu minimieren. Und unter anderem sind diese Griffbretter auch alle viel einzigartiger. Schwarzes Griffbrett ist immer das Gleiche. UV-Technologie, habe ich vorhin schon mal erwähnt, ist ganz besonderes bei uns, benutzt kein anderer Hersteller für alle Schichten der Lackierung, wird UV-Lack verwendet. Mein Vater hat auch das Invisible oder die Hidden Neck Construction erfunden, was man bei den Thumb-NT-Bässen vorfindet, dass man von vorne den durchgehenden Hals nicht sieht, aber von hinten. Mein Vater hat die Just a Nut erfunden, was ein einstellbarer Sattel ist für Bässe. Der normal klassische Sattel besteht aus einem Stück. Unser Sattel besteht aus Ober- und Unterteil, der sich mit zwei Madenschrauben verstellen lässt. Ist einzigartig im Bassbereich, gibt niemand anderen, der das macht. Bienenwachs, Oberflächen und Satanlackierungen waren damals überhaupt nicht gang und gäbe. Es wurde alles deckend und hochglanzlackiert und mein Vater war einer der ersten, der die Bienenwachsoberflächen und auch die Satanlackierungen im Bassbereich benutzt hat. Heutzutage sieht man das auch bei sehr vielen Herstellern. Bienenwachs ist auch ein Markenzeichen der Firma Warwick. Wenn Kunden an unsere Presse denken, denkt man an hohe Qualität, exotische Hölzer und natürliche Oberflächen, die sich sehr schön anfassen, weil eben keine Lackierung drauf ist. Aktuell bieten wir den Ausbildungsplatz zum Holzmechaniker oder zur Holzmechanikerin bei uns in der Produktion an. Die Tätigkeiten befassen sich mit Holzzuschnitt, Holzbearbeitung, Verleimung, Sortierung und solche Sachen in der Vorproduktion. Ich selber habe auch diese Ausbildung gemacht, wo ich hier angefangen habe mit meinen 16 Jahren. Bewerben kann man sich bei der E-Mail, die hier eingeblendet wird. Und die Bewerbung sollte bis Ende August eingegangen sein, weil am 1.9. geht die Ausbildung dann immer los. Falls man das verpasst hat, wir suchen eigentlich jedes Jahr nach neuen Lehrlingen, kann man sich auch fürs nächste Jahr bewerben. Und unter anderem suchen wir auch Grafiker in Vollzeit. So, also, ich freue mich wahnsinnig, weil der Paul sieht jetzt ganz anders aus. Er hat sich verwandelt zu Toni. Toni Slay ist hier. Wir freuen uns sehr. Herzlich willkommen hier bei uns auf der Couch. Das ist sehr schön, dass du da bist. Eine Tortur hinter dir, aber darüber reden wir nicht. Wir gucken jetzt auf das Schöne. Du bist hier im Gröninger Bad. Herzlich willkommen hier in unserem Amado Film- und Fernsehstudio. Ja. Sag mal, du machst Musik. Ja. Schon ganz lange habe ich gehört. Und ich weiß das alles, was ich dich jetzt frage, eigentlich nur durch Santo, weil ihr seid irgendwie miteinander verbunden auf eine ganz besondere Art und Weise. Ist das richtig? Ja, genau. Erzähl mal ein bisschen. Über was genau mein Weg? Ja, über alles. Ich bin total neugierig. Genau. Wann hast du angefangen, Musik zu machen? Ich habe angefangen, als ich ungefähr 10 Jahre alt war. Ja. Und dann
aufzunehmen habe ich angefangen, als ich 12 war. Wow. Und als ich 13 war, hatte ich ein Lied, das viral gegangen ist. Und dann ein Record-Label hat mich genommen. Mit 13? Ja. Und zwar in welchem Land? Nicht in Deutschland wahrscheinlich? Nein, in Kenia. In Kenia. Ja. Und dann ging der Song durch die Decke? Ja, also mein erstes Lied nicht so, aber das zweite war ein Mega-Hit, war Nummer 1 für, ich glaube, 9 Wochen in Kenia. Boah. Ja, und dann, als ich 16 war, habe ich ein Album veröffentlicht und wurde als Platin gezeichnet in Kenia und Südafrika. Wow. Ja, und dann, ja, ich habe viele Tours gemacht, ich habe viele Platten verkauft. Und du hattest ganz viele Groupies und Fans und alle wollten deine Mütze vom Kopf reißen und so. Richtig so? Früher hatte ich Bandanas. Okay. Ja, so, ich habe einfach so viel gemacht. Ich hatte Brand Deals, ich habe mit Nike gearbeitet. Wow. Und ja, also als ich fertig mit meinem Highschool war, wollte ich mehr machen. Und ja, in Kenia dürfen Kinder nicht arbeiten. Ja. Und so, als ich in meinem Record-Label war, durfte ich kein Geld verdienen. Aber mein Record-Label hat mir gesagt, wir machen ein Konto für dich. Ja. Und dort wirst du das Geld bekommen, wenn du 18 bist. So, und du hattest Mega-Hits, nicht bloß ein Platin-Album und was weiß ich. Und dann hast du zum 18. Geburtstag einen fetten Scheck bekommen. Nein. Nein? Nein. Mein Bankkonto hat nicht existiert eigentlich. Das heißt, die haben dich auf Deutsch gesagt beschissen? Kann man sagen. Darf man das so sagen? Und dann bist du, hattest du gesagt, Schnauze voll, Kenia, ich hau jetzt hier ab? Oder wie kam es, dass du nach Deutschland kamst, nach Magdeburg kamst, Santo getroffen hast? Zuerst wollte ich versuchen, alleine Musik zu machen, ohne Record-Label. Ja. Aber es war zu schwer, weil mein Label hat gesagt, ich durfte das nicht machen, weil ich hatte einen Vertrag mit denen. Okay. So, es gab nichts, das ich machen konnte. Und ich war in der Uni sehr berühmt, jeder kennt mich, und jeder hat erwartet, dass ich diese Superstar Life habe, aber ich war einfach normal. Normaler Mensch. Ich habe in Wohnheim gewohnt mit den anderen und ja, das war deprimierend. Ich habe gedacht, ich wollte das nicht mehr machen. Ich wollte einfach irgendwo hingehen, wo niemand mich kennt. Und hast du gedacht, Deutschland ist gut? Irgendwie bin ich hier gelandet. Sehr schön. Schön für uns sozusagen. Und wie habt ihr euch kennengelernt? Tatsächlich auch in einer Fernsehshow. Also beziehungsweise nicht in einer Fernsehshow, sondern wegen einer Fernsehshow aus dem offenen Kanal Gute Nacht Magdeburg. Ja. Da war Toni der erste Gast vor ungefähr einem Jahr und ich war der zweite Gast. Und total witzig, Toni hat an meiner Schule damals FSJ gemacht. Hier, die Schule ist auch heute im Publikum. Ja, das ist der. Und er hat mir auch immer erzählt, er hat mich da gesehen, aber ich habe ihn irgendwie nie gesehen. Er hat in Magdeburg ein Jahr hast du da gewohnt, oder? 18 Monate. 18 Monate. Ja. Ja, und irgendwie sind wir uns nicht begegnet, aber als er dann nach Stuttgart gezogen ist, dummerweise, haben wir angefangen, irgendwie Musik zusammen zu machen und haben letztes Jahr im Sommer im Elbauenpark ein Video gedreht, zusammen halt einen Song gemacht, immer mit hin und her schicken. Ja. Das hat ganz gut geklappt. Und das war ziemlich cool. Und dann haben wir das jetzt wieder gemacht. Und es macht total Spaß. Irgendwie mal so, für mich ist das ganz andere Musik, für Toni auch. Und dann machen wir jetzt irgendwie wieder zusammen Musik einfach. Schicken uns die Sachen, treffen uns hier zum Video machen. Ja. Und er hat ja auch noch alte Sachen. Ja. Und ich glaube, Toni hat da auch ein bisschen was mitgebracht. Richtig, genau. Das gucken da wir uns jetzt mal an. Bevor wir jetzt weiter machen, könnten wir uns das doch einfach mal angucken. Auf jeden Fall. Genau, und das sehen wir jetzt. Viel Spaß, Tonis.
Mziki utalipa one day, oh girl. Nitakupeleka out, tuko party in France. Have fun with friends, in the sunny gonna dance. Just like we did kwa event ya Sundance. Kwa mpoli, damn quarantine. I'm done with the dishes, I've taken out the trash. I miss all the kisses, no longer see my crush. I think I'm losing interest in everything I like. I've stalked all your girls and I swear they all size. Sabona vile inafa, ukicheki 2DM vile madada wameja. Na kuambia mdogo wangu, hati na utashanga. After chai kwa mandazi, nikatoka nikago. Siweji wa harakati za kwenda kusaka do. Mie. I don't know what I did to deserve you. I see you smile and I feel I wanna touch you, hug you. Book a nice place just for us to. Let it go home and we chill in my house too. If you want to fight, I do it for my God and the people I love. If you see me in the streets, say hi, don't laugh. I'm the one, ninja, I'm the one. I kill this thing all day one time. Haha, leo niko my farm. Till I die, yeah. Make it get don't need to come. Boah, cool. Am letzten also, lieb ich. Ey, und da warst du der voll der Hit, ja. Das kann ich mir vorstellen. So. Ja, also das Problem ist, die vielen Hits, die ich gemacht habe, ja, sind nicht mehr im Internet verfügbar. Okay. Weil ich hatte Probleme mit meinem Label und ich habe gesagt, ja, ihr dürft mein Gesicht auch nicht benutzen und meine Stimme, weil ich die Lieder nicht spielen darf. Richtig. Ja, und so, wir hatten diese Hin und Her. Das dann habe ich gesagt, Wenn ihr mich nicht bezahlt, dann dürft ihr die auch nicht nutzen. Das verstehe ich gut. So. Und machst du jetzt weiterhin Musik? Ja, also jetzt mit Santo oder auch alleine? Und, ich mache viel alleine und zurzeit eigentlich arbeiten wir an einem EP mit Santo. Aber zurzeit mache ich viel Musikproduktion als meine eigenen Lieder, also mehr von Produktion. Mehr für andere sozusagen. Ja. Und ich mag es einfach im Hintergrund zu bleiben. Ich verstehe. Ja, aber es macht auch viel Spaß, Musik für andere Leute zu produzieren, weil ich treffe mich mit sehr coolen Leuten, die sehr viel Talent haben. Und ich mag es, Lieder für sie zu schreiben, zu komponieren und zu produzieren. Zum Beispiel unser EP habe ich produziert. Und das gibt zum Beispiel, Santo hat mir immer gesagt, das gibt ihm viel Freizeit einfach. Er muss nicht so viel machen. Nicht machen, weil er sonst immer ganz viel alleine macht. Das stimmt. Ja. Also wenn ich an einem Song arbeite, dann ist es immer so ein gefühltes Jahresprojekt. Es zieht sich so hin und am Ende hat man den Song so oft gehört, dass man es nicht mehr leiden kann. Und irgendwie in der Zusammenarbeit geht es einfach super schnell. So, Toni schickt mir ein Beat und ich schreibe in 20 Minuten irgendwie einen Text, nehme den auf, schicke den zurück. Toni sagt, it's fire. und dann machen wir den nächsten so. Also irgendwie, also wir arbeiten inzwischen am dritten Song schon und haben zwei Videos auch schon gemacht. Ja. Mal sehen, wohin uns das führt, wie viele da noch draus werden. Ja, genau. Genau. Also das ist ein Projekt unabhängig von Harlekin, sondern... Ja, voll, ist auch ganz andere Musik. Aber es ist, glaube ich, für uns beide irgendwie ein interessantes Experiment, einfach mal was ganz anderes zu machen. Und einen Song hören wir heute. Ja, einen Song müssen wir auf jeden Fall... Ist der auf der EP drin? Oder ist naja, dann bestimmt, ja. Schauen wir mal. Turn It Up heißt der, nicht wahr? Richtig. Wir freuen uns. Bist du bereit? Auf jeden Fall. Darf ich ganz kurz mal erzählen, der arme Toni, ne? Ja, richtig. Der ist ja von Stuttgart heute hierher gefahren. Ja, der ist um 4:30 morgens aufgestanden, um heute hier zu sein. Hatte so viele Verspätungen, dass er jetzt gerade erst vor gefühlten 5 Minuten durch diese Tür gekommen ist. 17:30 Uhr. 17:30 Uhr, richtig, genau. Ja. Aber ihr schafft das, weil Musik ist ja was für die Seele. Ja. Nicht wahr? Da kann man ganz viel böse Energie auch wegbringen, oder? Ja, auf jeden Fall. Ja. Nee, wir freuen uns wahnsinnig auf diese Performance. Wollt ihr euch schon mal bereit machen oder gibt es noch irgendwas, was ihr uns erzählen wollt? Wo kann man eure Musik hören, downloaden? Erzähl mal. Mach mal ein bisschen Werbung, damit wieder die Groupies kommen, weißt du?
Ja, also für mich kann man einfach Tony Slay 254. Also ich bin überall, Spotify. Sehr gut. Auch, man kann auch googeln. Tinder. Ja, bestimmt. Ja. Sehr schön. Turn it up. Ja, richtig. Dann machen wir das mal. Dann mach du das mal. Okay. Das wäre super schön. Ich mal rüber. Genau. Viel, für dich. Viel, toi, 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 für alle deine Vorhaben sozusagen. Und auch, genau. Ja, lass hier liegen. Lass hier liegen. Oh, das sind gesammelte Werke. Sehr schön. Wunderbar. Ja, ihr Lieben. Ach Mensch, und das, ja. Mein Lieben, ich hoffe, ihr habt die Gesichter erkannt, die irgendwo... unten eingeblendet waren die Künstlerinnen und Künstler sozusagen, die ergeben ein Lösungswort. Und das schickt ihr bitte bis nächste Woche Donnerstag 12 Uhr. Also zum 12.05. 12 Uhr an info@gröningerbad.de. Und ja, toi toi toi, viel Glück. Und an dem gleichen Abend am 12.05. 19 Uhr wird es auf Aktion MTV, den YouTube-Kanal des Gröninger Bades, live verlost. Ey, Video, Musik, Konzert, Live-Mitschnitt, Ton, Einspielungen, alles kann man hier gewinnen. Das ist total geil. Und nur in der ersten Sendung, oder? Unglaublich, Sandy. Ey. Oh mein Gott, hier kann man alles gewinnen. Ja, cool. Das ist so schön. Sandy, das war Sandy Gärtner. Oh, ja, und ich bin Conny. Conny. Ja, Conny. Ich habe nur einen Vornamen. Und vielen Dank, dass ihr da wart, dass ihr zugeschaut habt, dass ihr reingeschaltet habt. Jetzt sehen wir nochmal Turn It Up von Santo und Toni. Und ja, viel los Spaß. Geht's. Und schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin. Ciao. Zweite Nummer. Ey. Erhöhter Puls, steigender Druck. Yo. Rauch und Schweiß in der Luft. Ja. Bin ein Kreisel im Club. Reißen die Hütte ein, feiern im Schutt. Alles wunderschöne Menschen wie Engel. 200% Energielevel. Nach heute Nacht. An jeder Wand ein Wir waren hier Stempel. Wir sind jung und wir hassen es zu warten. Wenn ihr nichts geht, gehen wir auf die Barrikaden. Gewartet auf diesen Tag seit Dekaden. Gib mir ein wenig Gift und Bass in den Magen. Turn it up. Die Erde ist rund, du hast Turn it up. Sie wieder in Schwung gebracht. Turn it up. Zwei Boxen und paar hundert Watt. Turn it up. Das ist unsere Nacht. Ladi ladi like a boom dee boom ladi ladi like a boom dee get a boom ladi ladi like a boom dee everybody get boom dee wine is slow take it down on your own turn it slow we're moving down on our own slow motion small portion moving with a bit of gun or commotion. No lotion, no notion. Don't let anybody when they got options. If you're looking for a party, man, say no more. Everybody dancing like they paid for more. Whenever we got a party, people get FOMO. Hey, we gotta move slow, move. Die Erde ist rund, du hast Turn it up. Sie wieder in Schwung gebracht. Turn it up. Zwei Boxen und paar hundert Watt. Turn it up. Das ist unsere Nacht, ey. Boom, ladi, ladi, like a boom, baby. Boom, ladi, ladi, like a boom, baby. We got a boom, ladi, ladi, like a boom, baby. Everybody get boom, baby. We got a boom, ladi, ladi, like a boom, baby. Boom, ladi, ladi, like a boom, baby. Die Erde ist rund, du hast Turn it up. Sie wieder in Schwung gebracht. Turn it up. Zwei Boxen und paar hundert Turn it up. Das ist unsere Nacht, ey. Das ist unsere Nacht. Yo! Woohoo!